Hello, ladies. Look at your professor. Now look at mine. Now back to your professor. Now back to mine. Sadly, your professor isn't my professor. But if your professor stopped using the usual Vorlesung and started recording his Vorlesung, he could be like mine. Ich verrate Ihnen mal meinen geheimen Plan oder die geheime Struktur dieser Vorlesung. Ja? Und zwar, das Ziel dieser Vorlesung ist es, Ihnen verschiedene Strukturen der natürlichen Zahlen zu zeigen. Das heißt, verschiedene Art und Weisen, wie man die natürlichen Zahlen strukturieren kann. Mathematiker sind immer interessiert an Strukturen. Und ja, das ist sozusagen auch die Hauptmotivation dieser Veranstaltung, Strukturen zu entdecken, zu beschreiben, zu untersuchen der natürlichen Zahlen. Zwei haben wir schon kennengelernt. Einmal die Strukturierung der natürlichen Zahlen anhand der Peano-Axiome, Ordinalzahlaspekt, die Null gibt's und Nachfolger, Nachfolger, Nachfolger. Dann gibt es die andere Art und Weise, natürliche Zahlen zu fundieren aufgrund von Mengen, Äquivalenzklassen gleichmächtiger Mengen. Das haben wir am Schluss der letzten Sitzung mal kurz angesprochen. Und heute lernen wir eine Struktur kennen, die sehr stark angelehnt ist an die Art und Weise, wie wir natürliche Zahlen aufschreiben. Aufschreiben von Zahlen, das war schon immer eine Motivation der Menschen gewesen, seit sie schreiben können. Beispielsweise, ne, Sie können sich vorstellen, irgendwie früher, die Menschen haben getauscht. Ja? Der eine hatte irgendwie 3 Ziegen, keine Ahnung, und der andere hatte 1 Pferd. So, jetzt wollten die tauschen. Und für den Fall, dass mal der normalerweise die 3 Ziegen hatte, mal keine 3 Ziegen hat, dann musste man sich irgendwie aufschreiben, dass der dem anderen noch 3 Ziegen schuldet. Und wie hat man das gemacht? Das hat man gemacht nach dem Bierdeckelprinzip. Ja? Man hat einfach das so aufgeschrieben. Also irgendwie so Kerben in so ein Kerbholz reingeschnitzt oder so. Und es geht auch relativ gut, solange man nur 3 Ziegen hat. Wenn es sich um 752 Ziegen dreht, kriegt man da Probleme, weil man kann nicht so viel aufschreiben. Ja. Fängt schon bei 12 Ziegen an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann wird es schon schwierig hier zu überblicken, wie viele Ziegen sind es eigentlich. Muss man immer nachzählen, da kann man sich verzählen und wenn das noch mehr Striche sind, dann wird es wirklich problematisch. Okay, man hat irgendwann mal angefangen zu bündeln. Bündeln bedeutet, ich verschaffe mir einen Überblick über eine Menge von Strichen zum Beispiel, indem ich Gruppen bestimmter Strichanzahlen zusammenfasse zu einer größeren Gruppe. Beispielsweise so. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier sieht man sofort, das sind 12. Das ist eine relativ gute Methode, um sich einen Überblick über größere Mengen zu verschaffen. Haben Sie bestimmt auch schon mal erlebt, wenn Sie zu Hause eine Flasche haben, wo man Münzen sammelt. Und jetzt wollen Sie wissen, wie viele Münzen sind das? Dann zählen Sie die wahrscheinlich nicht einzeln, sondern Sie machen so Münztürmchen. Münztürmchen aus zum Beispiel 10 Münzen. Wenn Sie ganz viele Münzen haben, dann machen Sie nicht nur Münztürmchen aus 10 Münzen, sondern Sie packen auch noch Münztürmchen zusammen zu einer größeren Einheit. Zum Beispiel zu Münztürmchenblöcken. Und das können Sie beliebig weitermachen, sodass man dann am Schluss, wenn man die vor sich hat, sieht, aha, ich habe hier 2 Münztürmchenblöcke, außerdem noch 3 Münztürmchen und noch 4 einzelne Münzen. Und dann können Sie ganz einfach sehen, wie viele Münzen Sie insgesamt haben. Mühsam wäre es, wenn Sie die Münzen einzeln zählen und nach der Münze 187 verzählen Sie sich irgendwann. Dann können Sie nämlich gerade nochmal von vorne anfangen. Bündelung ist ein sehr gutes Prinzip, um große Mengen natürlicher Zahlen zu strukturieren. Also hier sind wir schon bei der Strukturierung.
Dennoch ist, wenn ich das jetzt so aufschreibe, es ziemlich umständlich, wenn ich große Zahlen habe. Daher haben die Menschen angefangen, sich irgendwann mal Symbole zu überlegen oder Arten und Weisen, wie man auch größere Mengen geschickt aufschreiben kann. Und eine Art und Weise kennen Sie bestimmt, das ist die Zahlschreibweise der Römer gewesen. Nebenbei bemerkt, es handelt sich um die römische Zahlschreibweise und nicht um die römischen Zahlen. Die Römer hatten keine anderen Zahlen als wir. Die 3 der Römer war exakt die gleiche 3 wie unsere 3. In dem Sinne, dass die 3 bedeutet hat, eine Menge zum Beispiel mit 3 Elementen. Sie haben sie halt nur anders aufgeschrieben. Ich habe neulich mal im Internet ein YouTube oder Video war es, glaube ich, gefunden, wo irgendjemand was über Zahlen erzählt hat. Und er hat also nachhilfemäßig für Schüler und er hat dann erklärt, also hört mal zu, es gibt die natürlichen Zahlen, es gibt die ganzen Zahlen und es gibt die römischen Zahlen. Das ist natürlich Quatsch. Die römischen Zahlen waren auch natürliche Zahlen, allerdings eben römisch aufgeschrieben, so wie es die Römer gemacht haben. Also, wir sprechen von der römischen Zahlschreibweise. Und die Römer haben genauso angefangen. Die haben gesagt, okay, das ist eine 1. Hier, 1. Jetzt haben die irgendwann mal angefangen, genauso wie wir hier, die 5 Einer zu bündeln. Räusper. Die 5 Einer zu bündeln, und zwar bündeln die nicht so, sondern die sagen, das hier ist eine 5. Ja, und dann machen die mit der 5 so weiter, kommen dann wieder einer dazu, also die 8 beispielsweise, schreiben die so. Wir würden die 8 so schreiben, also wenn wir diese Bierdeckel-Variante wählen, und die haben die 8 so geschrieben. Und das nächstgrößere Bündel, das sie hier in einem Symbol fassen, ist die 10 als ein X. Wissen Sie, wie es weitergeht? Was ist das nächstgrößere Bündel? L, genau. Was bedeutet L? 50. Nächstgrößeres Bündel? Ja? C? 100. Geht noch weiter? Ja? M bedeutet? 1000, genau. Da fehlt noch was dazwischen. D, nämlich 500, genau. D, 500. Da entdeckt man ein System, ne? Was ist das System? Wer sieht es? Ja? Eine Zweier und eine Fünferbündelung. Sehr schön. Eine Zweier- und eine Fünferbündelung, immer abwechselnd. Ne? Deswegen sagt man alternierende Zweier-Fünferbündelung oder Fünfer-Zweier. Hier werden 5 Elemente gebündelt. 5 Striche werden zu einem V gebündelt und 2 Vs zu einem X. Man kann sich überlegen, hier dieses V, das ist ein halbes X. Hier ist ja auch so ein V. Dann werden wieder 5x gebündelt zu einem L und 2l gebündelt zu einem C. Wenn Sie so wollen, können Sie sich das L auch vorstellen als ein halbes C. Geht aber nicht mehr so schön weiter. Dann haben Sie hier wieder 5 Cs und 2 Ds werden dann zu einem M. Okay. Machen wir mal ein Beispiel für eine richtig große Zahl. Nehmen wir mal 1984. 1984. Wie kann man jetzt 1984 darstellen mit römischen Ziffern, mit römischer Zahlschreibweise? Ja. M. Ah ja, okay. Sie haben schon die Advanced Version of römischer Zahlschreibweise.
Machen wir es mal ganz einfach. Vergessen wir mal diese subtraktive Schreibweise, wo man irgendwas von vorne dran abziehen kann, sondern einfach, wir schreiben einfach mal die Symbole hin additiv. Ja? MD. Nehmen wir ein M. MD. Und dann? 4 mal C. 4 mal C. Wie sind Sie vorgegangen? Die 1000 steht vorne, dann haben Sie ein M genommen und dann? Kann ich die 500 nehmen? Kann ich die 4? Ah ja, kann ich die 500 nehmen? Das war die Frage. Kann ich das nächstgrößere Symbol nehmen? Passt das da rein? Wenn ja, dann nehme ich das so oft, wie das da reinpasst. Ansonsten nehme ich das nächstkleinere. Also Sie schauen immer nach der größtmöglichen Bündeleinheit. Passt die da noch rein? Wenn ja, wie viel davon? Dann schreibe ich die auf und vom Rest schaue ich wieder das nächstgrößere Bündel. Wie oft passt das da rein? In die 1984, wie oft passt das M rein? Einmal, dann bleibt 984 übrig. M passt nicht mehr rein, passt D rein, ja, D passt rein, wie oft passt D rein, einmal und so weiter und so weiter. Ja? Genau, da hatte ich sozusagen jetzt hier erstmal abgeblockt, habe gesagt, lassen Sie mal diese subtraktive Schreibweise, aber Sie haben recht, genau, das kann man auch so machen. Und zwar hat man irgendwann mal angefangen, nicht mehr vier Symbole zu schreiben, so wie Sie gesagt haben. Man hat nicht mehr angefangen, vier Einer zu schreiben, sondern vier Einer hat man gesagt, kann man auch so schreiben. Ich ziehe 1 von 5 ab. Normalerweise schreibt man die Symbole erstmal in beliebiger Reihenfolge, geschickterweise mit dem größeren Beginn zum kleineren hin. Wenn ich jetzt das kleinere neben das größere schreibe, bedeutet das, ziehe das bitte davon ab. Das darf man aber nur machen, wenn man vier gleiche Symbole hat, zieht man von dem nächstgrößeren Symbol, oder nicht von dem nächstgrößeren, sondern von einem größeren Symbol eins ab. Das ist die 5. Wo müssen wir hier noch was verändern? Ja? Bei den 4 C's, wie können wir das schreiben? CD könnte man machen, genau. Man geht aber noch einen anderen Weg. Man sagt, 900 ist, ja, Sie? MCM. M, also 900 ist CM. Genau? Also 1000 minus 100. Sodass es dann sehr viel kürzer wird hier. Ich mache es mal von rechts. Plus 900 plus 80 plus 4. Man muss aber sagen, dass Sie jetzt, also Sie sind alle diese Schreibweise hier gewöhnt. Die Römer waren es nicht. Die Römer haben die nur ab und zu mal verwendet. Oder gelegentlich oder nicht konsequent. Das ist eine Konventionalisierung, die wurde erst sehr viel später eingeführt. Ja, im Mittelalter hat man angefangen, eher so zu schreiben. Die Römer, also wenn Sie diese Variante hier wählen, dann sind Sie römischer als die Römer. Okay? Sie könnten sich eigentlich auf die Position wie die Römer stellen, ist eigentlich wurscht, ich kann machen, was ich will. Dann nehmen Sie entweder die hier oder die hier. Gut, das ist die römische Zahlschreibweise. Kennen Sie alle? Die Römer hatten aber ein Problem. Das war Ihnen vielleicht noch nicht so richtig bewusst, aber uns heute ist bewusst, dass die Römer ein Problem damit hatten. Oder die hatten sogar mehrere Probleme. Welche Probleme hatten die Römer? Die Römer hatten das Problem, die haben immer wieder neue Symbole gebraucht. Also für die 5000 wäre das nächste dran. Muss man sich überlegen, was nimmt man jetzt? Kann man wieder irgendeinen Buchstaben nehmen oder beliebig irgendwas? Nehmen wir mal. Wir spielen jetzt mal Römer und uns fällt auf, für die 5000 brauchen wir ein neues Symbol. Dann müssen wir mal irgendwas einführen, zum Beispiel das hier. So. Oh. Gut, wann brauchen wir wieder ein Symbol?